Die Kompositionsweise von Patrick Pöss schätze ich sehr. Sie ist immer einem mathematischen Grundkonzept unterworfen, sodass innerhalb der Stücke eine sehr starke innere Logik ist. Diese Logik wird aber nie in aller Konsequenz durchgeführt, sondern die Interpretation und die Auswahl aus diesen Möglichkeiten haben immer Vorrang oder hat immer Vorrang. Also, die erste Frage: Welche Idee hast du beim Komponieren? Also für mich ist Komposition klingende Architektur. Und jedes Werk, jedes Stück, das ich konzipiere, ist ein eigenes Gebäude, das eigenen Gesetzen folgt. Und meine Aufgabe besteht nun darin, diese Gesetze erstens auch teilweise festzulegen, diesen Gesetzen zu folgen, aber auch einzugreifen und dann, also korrigierend einzugreifen, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht organisch wird. Zerbrechlichkeit, der großen Spannung und Kontraste. Ich versuch's. Und jetzt Tom. Lass dir mehr Zeit. Darf es arpeggiert sein? Mehr. Ja, ja, unbedingt. Aber wirklich zelebrieren, dieses Arpeggieren. Das muss auch technisch gut funktionieren, weil ich kriege das natürlich so als Akkord schlecht von der Spannung, von Fächer nicht so gut her. Als wenn Nein, ist mir klar. Aber von dem her eben wirklich zelebrieren, wenn so etwas ist. Und ich soll ein bisschen leiser werden, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ich versuche es nochmal. Ja. Langsamer werden. Dampa, Dampa, Ding, Dam, Dam, Ding. Hat das einen Grund, weswegen du dich auf zarte, auf leise Geräusche oder Klänge konzentrierst? Das hat einerseits damit zu tun, dass forte Klänge sich erstens sehr schnell abnutzen und sehr schnell plakativ werden. Das Piano ist eigentlich die sinnlichste Dynamik. Und diese Differenzierung, also ich glaube, dass man auch im Piano noch stärker differenzieren kann, was man mit Klang macht. Und es bleibt gleichzeitig auch für den Hörer, aber genauso eben auch für den Komponisten, spannender. Genau, da, ja, genau. Dann Straße zu Ende dort. Ja, unbedingt. Mhm. Ganz verstanden habe ich es noch nicht, wo ich wirklich leise werden soll. Ist das erst in Takt 6 oder zu Takt 6 ein Diminuendo? Zu Takt 6 ein Diminuendo denken. Nur denken, aber genau. Sozusagen, okay, das fängt aber schon in Takt 4 an. Also ein bisschen runter zu gehen. Nein. Wirklich nur das Diminuendo subito. Genau. Von 5 auf 6 muss dieses
Okay. Diminuendo sein. Okay, alles klar. Ich fange jetzt nochmal. Genau. Eine Bitte noch. Gerne. In Takt 8. Lass dir noch mehr Zeit, um dieses Arpeggio zu zelebrieren. Ah. Das war sehr schnell. Okay. Und dann aber sofort wieder in Takt 9 leiser weitermachen. Mir ist aufgefallen, dass du religiöse Themen in deinen Kompositionen schätzt. Das wollte ich dich mal fragen. Was für einen Ursprung hat das? Oder warum, glaubst du, ist das ein wichtiges Thema für dich? Ich komme aus einem sehr religiösen Umfeld auch. Ne? Also wenn man in einem kleinen bayerischen Dorf aufwächst, spielt die Religion eine ganz wichtige Rolle. Für mich geht es vielleicht auch gar nicht mal primär darum, dass es an eine Konfession gebunden ist, sondern diese Idee des Begeisterten, des Geistreichen, des auch teilweise Utopischen. Vielleicht manchmal nicht unter logischen Gesichtspunkten nachvollziehbaren. Das ist das, was mich eigentlich daran fasziniert.